Hey Leute, nächstes Video. Und zwar geht's um das Knochenlager. Ossuary? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist ja auch wurscht. Nö, ist gar nicht wurscht. Das ist richtig wichtig. Hier portet ihr euch direkt durch. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch den Buff zu holen, dann holt ihn euch. Oder am besten ohne zu sterben, ansonsten legt das da alles frei. Hier gibt es den Schatz. So. Und hier kommt auch schon der nächste Boss. Hier ist es wichtig, dass ihr euch nicht komplett durchbewegt, sondern hier an der Brücke wartet. Hier spawnt ein Boss. Alles klar. Weiter geht's. Hier alles freiräumen. Und dann findet ihr hier auch schon wieder nichts. Zack. Und unser. Weiter geht's. Ziemlich einfach gemacht. Ich stehe ja generell mehr auf so Durchgangsmaps, wo man einfach nur eine Richtung hat, wo man praktisch durchlaufen muss. Legendary. Direkt zwei Champions. Hier findet ihr auch das Geheimnis. Es lohnt sich schon, einen Blick reinzuwerfen, speziell für die Items. Das Gold ist eher weniger wichtig. Wie ich ja schon irgendwann mal gesagt habe. So. Und dann sind wir auch schon mit der Instanz fertig. Genau, was ich gerade sagen wollte ist, wenn ihr eine gewisse Menge an Gold habt, ungefähr eine Mille, ist nicht wirklich viel, dann reicht das schon genug, um später dann zu gamblen, zu transformieren oder sich Items zu kaufen, Repots oder sonst was. Also 6 Millionen. The rich get richer, the poor get poorer. Und wenn man einmal gutes Gear hat und weiß, wie man dann farmt, mit Hilfe solcher Videos, ist das ja nicht mehr als genug. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. In der Beschreibung findet ihr den Link zu den Screenshots. Das ist ein Dropbox-Ordner, da könnt ihr euch alle Screenshots runterladen, dann wisst ihr auch ganz genau Bescheid, wo die Routen sind, wo die Geheimnisse sind, Secrets, Schätze und die Bosse. Abonniert mich, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, wenn es informativ von euch hilfreich war. Ihr könnt mich auch in-game adden, falls ihr Fragen, Anregungen oder derartiges habt, schreibt es in die Kommentare. Ich antworte gerne drauf. Und falls ihr Keys für Bounties braucht, setzt euch mit mir in Kontakt, addet mich in-game und dann kann ich euch alle meine Keys geben
die ich dann zu dem Zeitpunkt halt habe. Weil die Keys sind auch zeitlich begrenzt. Das sieht man auch hier. Ja, genau. Ja, 85 Hours. 55, 103, 4 Stunden, 49 Stunden, 100 Stunden. Und was man noch zu den Bounties, also es gibt zwei unterschiedliche Codes sozusagen, oder Events. Einmal Bounties, da geht es dann darum, halt die Epic Monster, die epischen Monster zu killen. Und dann gibt es noch die Treasure Hunt, die Schatzsuche. Da geht es dann darum, halt diese Schätze auf den Karten zu finden. Wenn ihr halt die kompletten Gebiete abgearbeitet habt, dann bekommt ihr halt den fetten Loot. Genau, was ich noch hinzufügen wollte bei den Codes. Die Codes sind, glaubt, so wie ich das richtig verstanden habe, 50 auf 50 limitiert, also pro Key können 50 Leute diesen Code nutzen und dann lässt er sich nicht mehr aktivieren. Teilen könnt ihr das Ganze mit Rechtsklick. Ist natürlich cool. Sobald man neue Keys gefunden hat, einfach rechtsklicken, dass auch andere Leute Keys bekommen, das hilft der Community. Was gibt es sonst noch hinzuzufügen für das Video? Ist jetzt ein bisschen länger, kann ich das mit einem Fresh Talk machen. Genau, Superior Medkit. Ihr werdet irgendwann das Glück haben, dass ihr so ein Medkit, also so ein, wie heißt es auf Deutsch? Medizinisches. Ich weiß nicht ganz genau, wie das heißt. Ein medizinisches Paket oder sowas findet. Und wenn ihr drei davon habt, dann geht ihr zum Transmutieren. Legt drei solcher Dinger hier rein. Transformiert das Ganze. Und dann erhaltet ihr Superior Medkit. Größeres medizinisches Paket, Packung, was weiß ich. Und das heilt euch dann sozusagen 750 oder in dem, ja okay, 750. Das lässt sich natürlich dann auch mit den Superior Kits machen. Also drei Stück davon, dann heilt es euch sogar um 1200. Oder sogar 1500 und das nächste dann 2500. Also das ist ziemlich mächtig. Dafür, dass es halt nur 20 Sekunden Cooldown hat, weil die Pots auch nur 30 haben. Was das sind? Die Pots, die brauchen länger? Ne, die brauchen auch nur 30. Ja, ist cool. Alles klar. Dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Video.